Platz 11 in Bremen, der Tabellenachte Werder Bremens U23 gegen die von Verletzungssorgen geplagten Gäste vom Halleschen FC. Florian Kohfeldt hatte umgestellt ob der englischen Woche. Jensen, Touré und Mané raus, Verlat abgegeben zu den Profis. Und Halle mit dem letzten Aufgebot, nur 13 Feldspieler, aber mit dem besseren Start. Die Gäste in den weißen Trikots mit engagiertem Beginn, immer wieder im Mittelpunkt Erik Oehlschläger mit guter Parade gegen Matthias Fetsch. Der 28-Jährige ja viel kritisiert, mit einem guten Spiel für Halle und der ersten Großchance für die Gäste. Immer wieder im Mittelpunkt der Unparteiische Bastian Börner, der allerdings eigentlich alles im Griff hatte, ebenso wie Erik Oehlschläger. Hier nochmal die Parade nach dem Fetsch-Kopfball. Werder natürlich in Grün. Gute Bedingungen. Es hatte geregnet, schneller Rasen, dadurch leider nur 625 Zuschauer. Und dann diese Szene, Ole Kolper mit diesem Lupfer, quasi aus dem Nichts. Aber in der Wiederholung sehen wir eine feine Kombination. Melvin Krol, der entscheidende Mann, der 19-Jährige, der mit diesem Hackentrick die Situation erst gefährlich macht. Und dann Ole Kolper, grandiose Technik, sein erstes Drittligator. 1:0 für Werder Bremen nach 35 Minuten. Werder Bremen von der Spielanlage her eine sehr gut ausgebildete Mannschaft. Und dann dieser Pfiff. Bastian Börner zeigt auf den Punkt Entsetzen bei den Bremern. Verhaltene Freude bei den Hallensern. Und hier die Zeitlupe klärt auf. Ole Kolper fährt das Bein raus, zu ungestüm. Diesen Elfmeter kann man geben. Und wieder Matthias Fetsch und Erik Oehlschläger. Klasse Parade des Bremer Keepers. Auch er ja erst 21 Jahre alt. Ein großes Torwarttalent für die Zukunft. Mitgereiste 65 Fans zur Halbzeit nicht unzufrieden mit ihrer Mannschaft in den weißen Trikots. Und Halle gab weiter Gas. Zenger mit dieser Flanke und dann Achtung. Da war eigentlich nichts, aber da ist der Pfiff von Bastian Börner. Seine einzige Fehlentscheidung in diesem Spiel. Eine Fehlentscheidung mit Folgen. Dann nutzen auch alle Diskussionen nichts. Ein normaler Luftkampf, obwohl er gut stand, der Unparteiische, entscheidet er hier unverständlicherweise auf Strafstoß. Zweite Chance also vom Punkt. Diesmal Fabian Baumgärtel, Oehlschläger ohne Chance. 1:1 der Ausgleich für die Gäste durch Fabian Baumgärtel in der 59. Minute. Unglücklich aus Bremer Sicht. Aber natürlich noch genügend Zeit. Mittlerweile auch der Hallenser Gästeblock voll besetzt. Die meisten Fans standen im Bus auf der Autobahn. Das merkte man gleich. Und man merkte auch, dass Spieler neu reingekommen waren. Nämlich der hier zum Beispiel. Und Braden Manu mit der Entscheidung in der 90. Minute. Er war geschont worden von Rico Schmidt. Und dann macht er alles richtig. Der kleine, wieselflinke Stürmer, der den Fitzner-Fehler ausnutzt und Oehlschläger keine Chance lässt und natürlich dementsprechend happy war. Braden Manu, der Matchwinner. Noch wieder so ein geiles Spiel zurückgekommen. Geil auch das entscheidende Tor zu machen. Aber halt wieder ohne die Jungs, ohne Willen, ohne Kampf. Hätte es heute nicht gelungen, aber Kampf und Wille war heute da. Und deswegen haben wir auch verdient heute gewonnen. Und deshalb auch das verdiente Siegertänzchen. Halle siegt mit dem letzten Aufgebot in Bremen mit 2:1. Dank Braden Manu.